In diesem Video stelle ich das Yu-Gi-Oh! Wissen meiner drei Teilnehmer auf die Probe. Dafür zeige ich ihnen jede Runde ein Fusionsmonster und sie müssen erraten, welche zwei von vier Monstern als Fusionsmaterial dafür in Frage kommen. Was die Kontrahenten nicht wissen, die zwei Verlierer werden am Ende selbst fusioniert. Um ein bisschen euch reinzubringen für die, die gar keine Ahnung haben und so, habe ich natürlich zwei Beispiele vorbereitet, weil ein Beispiel würde nicht reichen. Wir gehen einfach mit dem ersten Beispiel mal rein. Das hier ist das Fusionsmonster. Gut, also und das sind die vier Optionen. Den ganzen Kasten da unten, wo Text drin steht, habe ich rausgenommen, weil... Bei den Fusionsmonstern steht bei diesem Text unter anderem drauf, welche Monster zur Fusion gebraucht werden. Weil das, wenn ich dir die Zahlen aufschreibe genau, und wenn ja, das was ist die Reihenfolge ist. Oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Genau, also die Reihenfolge ist eigentlich Alligatorschwert, der dunkle Alligator, der Babydrache und der okay. Kind Moro-Drache. Das sind die vier Möglichkeiten, die ihr habt. Und welche davon fusionieren sich zum Alligatorschwertdrachen? Wie gesagt, ist erstmal nur Beispiel, ne? Gibt hier noch keine Sind das alles nur Fragen zu, wie sagt man, Classic Yu-Gi-Oh!, zum allerersten Yu-Gi-Oh!? Nö. Also wir kriegen die Karten gestellt und müssen es nicht selber wissen. Ja, genauso wie jetzt. Das heißt, im Endeffekt, ich wollte gerade sagen, hast du ein 50-50, aber ich glaube, das ist gelogen. Ich glaube, die Statistik ist ein bisschen anders, wenn man vier Möglichkeiten und zwei Antworten hat. Aber, du hast weil bei der ersten ist es ja 1 zu 4 und dann ist es nur noch 1 zu 3 oder keiner. Das ganze Leben ist ein 50-50, entweder du hast recht oder nicht. So, es fehlt nur noch die Antwort von Blobby. Ach so, reicht das so? Ja. 1 bis 3 hast du geschrieben. Ja. Das sind alle drei. Nein, ich habe es wirklich in drei verschiedenen Formen geantwortet bekommen. Yoda hat 1,3, Vanitas hat 1 und 3, Blobby hat 1 minus 3 geschrieben. Und ihr habt alle recht. Das war zum Reinkommen der easy Beispiel. Ich gesehen, weil die beide gelbe Farbe hatten. Die sind halt auch beide einfach auf der Fusionskarte drauf. Im Endeffekt. Stimmt, ich muss hier so auf so Tricks achten, ne? Weil muss die zum Fusionieren nicht unter 4 sein. Nee. Fusions ist halt das Einfachste. Da stehen zwei Monster drauf und die fusionierst du. Nix mit Level, nix mit gleichem Level, nix Tuner plus Nicht-Tuner-Monster. Das, aber wie ist das mit X, Y und Z bestimmt? Die kommen hier nicht vor. Irgendwann kommt der Junge mit dem Motorrad angefahren. Das ist 5Ds. Ist auch noch das ist später. Der mit den Synchros, der kommt hier auch nicht vor. Nein, also hier, Alligatorschwertdrache steht drauf, Babydrache plus Alligatorschwert, ne? Easy peasy. Das mit den Anführungszeichen bedeutet übrigens, dass du exakt dieses Monster brauchst. Das wird jetzt interessanter bei Beispiel Nummer 2. Das ist nämlich auch, ist eine klassische Karte, die kennt jeder. Es ist Exodia. Der Flammenphönix, der brennende Bombenvogel. What the fuck? Und das hier sind die vier Monster, die ihr zur Auswahl habt, die dieser wunderschöne Flammenphönix, der brennende Bombenvogel Vogel sein könnte. Wir haben natürlich das Phönix-Ungeheuer Gairuda, wir haben die Jetteisen, wir haben den heiligen Phönix von Nephthys und wir haben den morphtronischen Datadron. Muss kurz analysieren. Ja. Ich sag mal, alle Infos, die helfen könnten, habe ich nicht ausgegraut, ne? Ich habe drin gelassen, was Typen für der Monster Typen die Monster haben richtig, und ja. Was für ein Attribut die haben. Vielleicht hilft das, vielleicht kann man, weißt du, beim ersten Monster war ganz klar zu sehen, konnte man am Bild erkennen, welche beiden Fusionsmaterialien das Monster waren. Vielleicht hilft das hier auch, vielleicht hilft das hier nicht. Das wäre mein erster Tipp gewesen, aber kann es auch der hier noch sein, weil der hat immerhin 2 Gigabyte. 2 Gigabyte? Der 2 Gigabyte USB-Stick. Alle anderen haben übrigens schon geantwortet, aber kein Stress. Ich habe das mal in meine Excel-Tabelle eingegeben. Die KI wertet das aus. Ich fange mal an mit Blobby. Du hast dich für die Nummer 3 und die Nummer 4 entschieden. Ja. Wie kommst du da drauf? Naja, 4 wegen Pyro. Ja. Und 3 sieht mir ein bisschen feuriger aus als die 1. Okay, cool. Vanitas, der hat sich für die 1 und die 4 entschieden. Also hast du dich gegen den feurigen Vogel entschieden? Ja, ich dachte mir einfach, weil natürlich liegt es nahe, erstmal Neptis zu nehmen, aber soweit ich weiß, gibt es ja keine Fusion mit dem, sondern nur Ritual-Support.
Und dann dachte ich mir, okay, muss es der zweite Vogel sein. Auf jeden Fall, dann hast du mir die Sache mit dem Typ gemeint, da war halt Pyro und dann habe ich gesehen, ja, der USB-Stick da hat Pyro-Effekt. Dann habe ich mich, glaube ich, dran erinnert, dass im Original das Ding ein Zippo-Feuerzeug ist, aber warum auch immer Konami sich gedacht hat, so Alter, wir müssen das zensieren für den amerikanischen Markt und haben daraus einen 2 GB Flash-Drive gemacht, weil ansonsten würde ich mir nicht denken, warum das Ding jetzt einen Pyro-Type hat. Den Fun-Fact wollte ich auch rausbringen, deswegen habe ich das Bild natürlich schon vorbereitet gehabt. Nice. Das ist meine Begründung. Nap-Test nicht und der Jet. Okay, und Yoda, du hast dich für die beiden Vögel entschieden. Ja, ich habe gedacht, der erste, weil der sieht exakt so aus wie der oben, die fusionierte, nur halt ohne Feuer. Und dann dachte ich mir, er ist aber Typ Wind, also brauche ich noch einen Typ Feuer. Und dann gab es nur 3 oder 4, aber ich dachte mir, da ist nirgendwo ein USB-Stick drin. Da ist zwar irgendwie so ein komisches Gesicht noch in der Mitte, so als ob da irgendwie so ein Feuergolem drin ist oder so, aber sowas hatten wir nicht zur Auswahl, also habe ich mich dann für diesen Phoenix-Feuertypen entschieden. Okay, und die richtige Antwort wäre gewesen, dass Flammenphönix, der brennende Bombenvogel, für seine Fusion ein Monster vom Typ Maschine und ein Monster vom Typ Pyro braucht. So, der Jet und der genau. USB-Stick, was keiner hatte. Das Didi-Jet-Eisen und der morphtronische Dardadron. Das wären die beiden richtigen hier gewesen. Also, manchmal erkennt man es am Bild. Manchmal erkennt man es am Bild und manchmal, Wenn man so einrichtet, manchmal sind wir gefickt. Dann wenigstens einen halben Punkt? Nein. Okay. Und Drissel. Das wäre ja albern. So, jetzt hatten wir als Beispiele einmal eins, wo es von den Bildern her offensichtlich ist. Und dann hatte ich ein Beispiel, wo ich gezeigt habe, okay, manchmal sind es nicht exakt die Monster, sondern manchmal verlangt ein Monster nach bestimmten Fähigkeiten, Attributen, Monstertypen, wie du es nennen möchtest. Mehr kann ich euch nicht beibringen, um euch jetzt in die tatsächliche Runde zu schicken, die da ist, die erste Runde. Wie hätte man da drauf kommen sollen? Gar nicht, weil... Gar nicht, ne. Es steht nirgendwo Maschine dran und das Ding sieht... Ja gut, sieht ein bisschen aus wie eine Maschine. Ja, keine Ahnung, wenn es dir plötzlich jemand sagt, dass es eine Maschine ist, dann denkst du... Der erste Phönix sieht halt auch schon aus wie eine Maschine, von daher, und der ist nicht mal die Maschine, von daher keine Ahnung. Ja, das ist ein geflügeltes Hühnchen. Runde 1 startet mit dem Klassiker, das ist wirklich... Das klassische Fusionsmonster, im Englischen heißt es sogar Fusionist, bei uns ist es der Verschmelzer. Ja, und das hier sind die 4 verschiedenen Karten, die ihr zur Auswahl habt, die der Verschmelzer sein könnten. Da hätten wir zum ersten den kleinen Engel, als zweites das mystische Schaf Nummer 2, ganz wichtig, nicht mystische Schaf Nummer 1, die Schlosskatze und den Wolf. Kommen wir zurück zu meiner Frage. Sind das alles Monster, die aus einer ersten Yu-Gi-Oh! Edition sind? Also ich sag mal, der Verschmelzer auf jeden Fall. Und ich glaube, der Wolf ist sogar so alt, dass es den nur in Japan gab, weil als man dann Yu-Gi-Oh! Zu uns rübergebracht hat, konnte man mit so Monstern wie dem Wolf nichts mehr anfangen. Die Antwort lautet, man kann alle mit einem kombinieren. Nee, das ist falsch. Das habe ich doch extra bei den Beispielen erzählt, dass ich sowas nie machen würde. Bei mir gibt es nur exakt immer 2 Monster, die... Meine Intuition wäre gewesen 1-4, aber die habe ich nicht genommen. Ja, ich auch, weil Flash gesagt hat, die Karte gibt's bei uns nicht. Mhm. Ich kann mich auch noch an den Wolf nicht erinnern. Also, ich habe Glück, dass ich nochmal geguckt habe. Die Reihenfolge, die ich hier in meiner Excel-Tabelle aufgeschrieben habe, war falsch. Denn deswegen habe ich 3 Punkte. Was? Richtig ist natürlich der kleine Engel und das mystische Schaf Nummer 2 und das habt ihr alle getippt. Ja, nice. Ich wusste, die Katze habe ich noch nie gesehen, die kann es nicht sagen. Und dann waren es nur noch 2 aus 3. Ich wusste halt auf jeden Fall, dass der Good Fusionist halt in der ersten Erweiterung drin war. Und da gab es irgendwie nur 3 Effektmonster und die Katze war auf jeden Fall nicht in LOB drin, also war die schon mal raus. Und dann den Wolf, an den kann ich mich auch nicht erinnern. Ich habe ja ein bisschen Nostalgie geschwärmt in letzter Zeit, da haben mir die alten Yu-Gi-Oh!-Sets doch mal gegeben. Warum ist das? Da blieben halt nur Engel und Schaf übrig. Warum ist das nicht wie bei Magic oder so, dass unten rechts das Set steht, das dann kommt? Es hat Flash rausgephotoshoppt. Nee, ganz anders. Glaube ich habe die Viecher aus Master Duel genommen. So, das war ja eine solide erste Runde. Das hat ja gezeigt, dass ich mit meinen Beispielen alles richtig gemacht habe, weil ihr habt alle den Punkt geholt. Mal sehen, ob es in Runde 2 genauso gut klappt. Da habe ich für euch den wunderschönen Koala.
Und da habt ihr die Möglichkeit, aus diesen vier Fusionsmaterialien zu wählen. Da hätten wir Nummer 1, das Känguru, Nummer 2, den großen Koala, die 3, der Meereskoala und die 4, der Baumotter. Das ist aber wirklich großer Koala. Der ist schon ganz schön groß, ja. Die ganzen kleinen Koalas sind shiny. Also Vanitas hat souverän schon eingeloggt. Der ist euch weit voraus. Vom Bild her müsste man den mit dem Schwanz nehmen, aber Bild ist fake, habe ich gehört. Bild ist fake, ja. Macht du sagst Sinn. Das so, als wäre ich da 100% sicher, das war mehr so ein educated guess. Ach komm, was soll's. Das ist eh komplett bad. Ja. Blubi schreibt immer ein Minus dazwischen. Kannst du gerne ansagen, wie du es haben möchtest. Ja. Ist mir egal, aber 2 bis 4 ist halt nicht richtig. Was willst du dann? 2 plus 4. Und außerdem musst du hier meine Antwort spoilern. Ja, wir sind ja alle schon fertig. Yoda, du hast 1 und 4 genommen. Ich habe 4 und 1 genommen. Oh, Entschuldigung. Weil 4 ist wichtig, weil der hat denselben Schnurri. Und auf den habe ich geachtet. Das ist der den wichtigsten Schnurri hat. Und dann dachte ich mir, der sieht richtig buff aus, dann muss das der Camper noch sein. Und Vanitas hat sich für 2 und 3 entschieden. Das bedeutet, ihr habt alle 3 eine Antwort gegeben, ja. Ihr habt alle 3 eine unterschiedliche Antwort gegeben. Und keine davon ist richtig. Denn es sind 3 und 4. Ja, ich hab. Also war es doch Aussehen, weil der Dreier hatte den Schwanz, den dachte ich mir, der wird's nicht sein. Der 4 musste es sein wegen den Stats. Der 4 war es wegen dem Schnurri. Nee, wegen den Low Stats. Dann dachte ich mir, aber das wird nicht schon wieder um Aussehen gehen, also kann ich nicht noch den Schwanz. Ich habe halt zwischen 2 und 4 und 3 und 4 geschwankt. Ich dachte mir halt, so 1 und 2 kann es nicht sein, weil es ist eine andere Fusionskarte. Dachte ich mir, es muss der Koala sein, also der Zweier und naja, der Dreier, der Meereskoala macht halt wegen dem Schwanz Sinn. Ich dachte auch wegen den Stats, dachte mir so, oh, der hat 2,7 und du fusionierst ihn für einen 2,8er. Dann dachte ich mir so, naja, das ist GX, da hast du gerne mal so Minus gemacht, aber ja, leider doch nicht richtig. Es gibt, wie du richtig gesagt hast, eine andere Fusionskarte, den Master of Oz, und der setzt sich exakt aus den 2 ersten Viechern zusammen, also dem Death-Känguru und dem großen Koala. Also genau aus den beiden, die nicht die beiden sind, die hier die richtige Antwort waren. Das ist korrekt, ja. Das ist aber ein großer Koala. Das war die Falle, die ich den Leuten, die Yu-Gi-Oh! Nicht gespielt haben, nicht gestellt habe. Die war nur für dich, Vanitas. Und ich bin gekonnt ausgewichen, aber trotzdem falsch. Weil ich dachte mir halt einfach, der Baumotter, der sieht zu neu aus. Das sieht nicht aus wie eine GX-Karte. Runde 3, was haben wir denn? Ach du Scheiße, was haben wir denn hier? Das ist auf jeden Fall eine sehr neue Karte. Wir haben nämlich hier niemand anderen als Chimäre, der König der Phantomungeheuer. Und als Möglichkeiten des Fusionierens haben das wir... Sieht aus wie ein Elden Ring Probo. Nee, dieses andere Spiel, wie hieß denn das hier? Dragon's Dogma. Diese 4 wunderschönen Gestalten. Wir haben Gazelle, König der mystischen Bestien. Das Phantomungeheuer Felseidechse, das Phantomungeheuer Kreuzflügel und das gewitzte Phantom. Wisst ihr, weil das ist auch ein Phantom. Wild Guess. Holy shit, Yoda hat schon eingeloggt. Blubi auch. Einfach mal gucken, ob es funktioniert. Yoda und Blubstar haben sich beide für die Nummer 2 und die Nummer 3 entschieden. Lass mich raten, weil auf beiden drauf steht Phantomungeheuer. Naja. Nee. Weil du hast gesagt, das ist ein neues Monster und 1 und 4 kenne ich. Ja, ich auch. 2 und 3 nicht. Achso, tricky. Ich dachte, ich hätte euch mit dem Phantomungeheuer rangekriegt und wollte euch hier Gazelle mit Text schicken. Denn da steht mittlerweile auch drauf, dass diese Karte immer als ein Phantomungeheuer behandelt wird. So, was bedeutet das jetzt aber für unsere tatsächliche Lösung? Achso, Vanitas sein habe ich noch gar nicht erzählt, der hat sich für 1 und 2 entschieden. Ja, aber auch nur, ich denke halt so, also Gazelle ist halt safe, glaube ich. Ich könnte mir halt fast vorstellen, dass es 1 und 2 sein könnten, also jeweils auch irgendwie nur ein Phantomungeheuer plus halt Gazelle. Also die Chimäre ist natürlich nicht ein Reprint, sondern ein Retrain, also das heißt, altes Monster neu aufgelegt von... Was auch immer diese Fusion aus Gazelle und was war das andere, was Yugi hatte? Der hatte so 2 hässliche Monster. Behemoth oder so hieß der. Und daraus wurde ein ganzer Archetype gemacht. Und als mögliche Monster für diese Fusion hätte man gebraucht ein Ungeheuermonster und ein Unterwäldlermonster. Ah,
Arsch. Leider sind Phantomungeheuer Felseidechse und Phantomungeheuer Kreuzflügel keine Ungeheuer, sondern Ungeheuerkrieger. Und die richtige Antwort ist dadurch 1-4. Es wäre das gewitzte Phantom und Gazelle gewesen. Ich wusste nicht mehr, welchen Typ Behemoth hatte. Ich hab dir gesagt, der Michael Jackson. Herleiten können. Du hast es gesagt, aber du hast es nicht gewählt. Ja, nee, ich musste ja probieren, ob meine ob die andere Taktik funktioniert hat und hatte nicht. Weil du irgendeinen Reprint genommen hast oder so ein Quatsch. Ja, das ist Cheaten. Woher oder wonach richtet sich die Hintergrundfarbe einer Karte? Was meinst du jetzt so alles? Also ja. Quasi das, was also 1 und 4 sind ja so gelblich, 2 und 3 eher so orange. Genau, weil die haben Effekt. Genau, die gelblichen, das sind die normalen Monster und die braunen, das sind die Effektmonster. Und hier die Violetten oder was es ist, das sind die Fusionsmonster. Bisher waren es komischerweise immer dieselben Farben. Ja, weil das damit ja nichts zu tun. Ich sag mal, weil die normalen Monster, die du im Deck hast, eigentlich immer nur normale und Effektmonster sind. Achso, du meinst, das ist immer zwei Effekte und zwei normale? Nee, das stimmt nicht. Beim Verschmelzer. Ah doch, waren beides normale Monster. Beim Dings, ja, okay. Ja, nee, aber war Zufall, beziehungsweise. Muss nee, ja analysieren nee. Hier. Ich höre das eine Spur. Du ja gut. Die Taktik gerade hat nicht funktioniert, ich brauche eine neue. Viel Glück dabei bei unserem nächsten Fall. Garura, Flügel des nachtklingenden Lebens. Nee, ich sag lieber nichts. Ich will keine Fallhöhe aufbauen. Und das dann ist Dodri, aber mit wem? Packen wir die Vier dabei. Ja stimmt, Dodri wären drei. Bei mir hat das Bild nicht fertig geladen, aber das ist ja egal. Ah, okay, ich zeige deine Kronzellen an, Vanitas. Nashorn mit dem doppelseitigen Kolben. Den habe ich letztens gesehen, hab mir gelesen, weil ich habe mich letztens mal wieder bei Branded Despia eingelesen und da wird der im Extra-Deck gelistet für einen Super-Poly. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, welche Typ. Also ich würde behaupten, das ist ein krasses Super-Poly-Target. Für die anderen beiden hier, Super-Poly ist eine Karte, damit fusionierst du die Karten auch von deinem Gegner. Kannst du wegfusionieren. Und deshalb gibt es so ein paar Monster da draußen, ein paar Fusionsmonster, wo die Sachen, die draufstehen, wo du denkst, das werde ich in meinem Leben nie selbst machen, für das, was ich dabei dann rausbekomme. Hier zum Beispiel diesen komischen 1000-Bewohner, 2400er Vogel, was will man denn damit? Aber es könnte sehr gut sein, dass ein Gegner eben genau diese beiden Monster, die du brauchst, auf dem Feld hat. Und dann nimmst du einfach die. Ja, es ist halt 50-50. Echt? Die Frage ist, wo kommen die ganzen Rettungsringe her? Das ist mehr 50-50 als bei euch. Ja, oder ich habe dir gerade erzählt, dass das Monster mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vom Feld deines Gegners kommt. Ich glaube, der Trick mit den Rettungsringen wird euch jetzt nicht helfen, dass du auf das Monster kommt vom. Wieso funktioniert das denn? Na, mit der Superpolymerisation, mit der du gegnerische Monster nehmen darfst. Ach so. Zur Fusion. Ja, das ist super. Ja, aber was macht das denn für einen Unterschied? Es müssen ja trotzdem dieselben Monster zutreffen, nur dass ich sie von der Gegnerseite picken kann, oder? Ja. Also, können doch, halt also treffen doch die Rettungsringe wieder zu, nur dass sie nicht auf meiner Seite sein müssen, sondern auf der Gegnerseite. Welche Rettungsringe? Ich weiß auch nicht, wo die Rettungsringe jetzt herkommen. Er meint den Ring, den er um die Brust hat. Ja, und um die Beine. Ach so. So, was haben wir denn? Warte, ich hab mich verklickt. Betreiben wir halt wieder Metagaming. Nee. Doch. Wo ist er? Muss schon mal nach. Ist das jetzt auch wirklich die Reihenfolge, die ich hier denke? Vanitas, weil du jetzt nochmal abgeändert hast, musst du mir jetzt sagen, welche beiden du denkst, dass das sind. Ich denke, es sind 3 und 4. Und das sind die Harpier. Der Blitzfalke und die Harpier. Und weil ich dächte, der Vogel braucht zwei Monster, die den gleichen Typen, aber unterschiedliches Attribut haben. Mhm. Oder andersrum. Die anderen beiden haben vermutlich gar nicht gedacht, nein. Doch, ich habe mir gedacht, der vierte passt ja gar nicht rein. Normal packst du irgendwelche Viecher rein, um uns irgendwie zu baiten. Und der vierte baitet in gar keine Richtung, also pick ich den 4. Und der 1 hat dasselbe. Plus die goldenen Umrandungen seiner Rüstung könnten die Rettungsringe darstellen. So, Blubby, du so? Also, du hast gesagt, dass die Hintergrundfarbe diesmal nicht stimmt. Deswegen habe ich mich schon mal für die Harpy entschieden.
Weil sie die einzige ist, die keinen Effekt, die normales macht. Genau. Hat das gesagt, das habe ich nicht mitbekommen. Und deswegen. Und dann halt noch ein Effektmonster und dann habe ich mich einfach für die 2 entschieden. Tja, manchmal ist es so einfach, ne? Da entscheidet man sich spontan für die 2 und die 3 und man liegt richtig, weil man braucht 2 Monster ja. mit sowohl demselben Typ und derselben Eigenschaft, aber unterschiedlichen Namen. So viel zum Thema Fallhöhe. Ich hatte es mega, ich musste mir craften. Ich hatte lustigerweise zwischendurch den Vogel hier noch drin. Weil ich dachte, der ist eine gute falsche Lösung, weil der ist ja ein finsternisgeflügeltes Ungeheuer. Aber dann habe ich tatsächlich eine Runde Master Duel gespielt und jemand hat den gegen mich beschworen und dem sein Attribut oben rechts hat angefangen zu blinken, weil der erste Satz dieser Karte ist, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, hat sie zusätzlich die Eigenschaft Wind. Das heißt, hätte ich den mit reingenommen, hätte es 3 richtige Antworten gegeben. Und das könnte ich nicht machen, deswegen musste ich noch hier dieses komische Schweinchen mit reinbringen, das Nashorn. Das hätte jeder bemerkt. Ja, das wäre mega peinlich gewesen. Dann hätten wenigstens die Leute was in deine Kommis geschrieben. Apropos mega peinlich, ja, das kommt jetzt. Wo wir von alten Karten neu aufgelegt reden. Oh ne. Hier haben wir den Torwächter von Donner und Wind. Und die 4 Möglichkeiten sind... Feuer, Erde, Wind und Wasser. Der Avatar. Nein, es ist Kasejin. Elementarheld Sparkman. Elementarheld Prisma und der Mega Donnerball. Ich wollte nur sagen, meine, dass es gibt eigentlich keinen nochmal wechseln. Das habe ich nur zugelassen, weil du es erst richtig stehen hattest und ich dachte, es wäre mega witzig, wenn du auf was Falsches wechselst. Das wäre auch falsch gewesen. Dann hätte ich ja die richtige Antwort einfach durch Dummheit gemacht, weil ich die Zahlen verwechselt. Oder nimmst du den Mega Donnerball, Junge? Natürlich habe ich ihn genommen. Ich würde sagen, du lachst, aber sowohl Yoda als auch Blubby haben den Mega Donnerball genommen. In ja, Verbindung, der heißt ja Donner und Wind, also musste man ja Donner und Wind in Verbindung mit dem Kasejin, ne? Ja. Aber, ich wollte gerade sagen, aber hast du nicht gesehen, dass der Sparkman auch ein Donner ist, aber das stimmt ja gar nicht. Nee, der heißt nur so und hat so Blitze auf seinem Bild, aber ist kein Donner. Das ist definitiv die erste Runde, in der Vanitas einen Vorteil hatte, dass er Yu-Gi-Oh! Gespielt hat. Die Antwort ist nämlich gewesen... Um diesen Mann zu fusionieren, braucht man Sanga des Donners und Kasejin. Und jetzt werdet ihr euch fragen, aber wo ist Sanga des Donners? Und die Antwort ist, der ist in eurem Deck. Aber ihr habt natürlich den Effekt von Elemental Prisma benutzt, um Sanga des Donners auf den Friedhof zu legen. Und dadurch wird Prisma sein Name Sanga des Donners und dann kannst du ihn mit Kasejin fusionieren, um den Torwächter von Donner und Wind herauszubekommen. Aber trotzdem brauche ich doch die Karte. Aber du fusionierst die Karte nicht weg. Du brauchst den Sanga des Donners. Irgendwie, ja. Aber ja. Es ist immer noch die Frage. Hatten wir gar nicht zur Auswahl. Ja. Genau. Ja, ist richtig. Weil es geht darum, welche beiden Monster brauchst du, um den zu fusionieren. Also, welche werden quasi wegfusioniert. Ja, aber ohne Sanga kannst du ja auch nicht fusionieren. Also, eben. Nicht ja, wir mit wissen dem doch alle, dass Elementarheld Prisma, wie vielleicht erklärt hat, halt einfach, der ist ein Swinger, der kann einfach mit jedem. Er kann einfach, du schmeißt ihn aus dem Deck raus und er ist die Karte. Du brauchst nicht die Karte. Was war es, Kasejin? Sanga des Donners. Ja, lass das gerne so, aber ich werde einen Daumen runtergehen. Das ist ja wohl, das war ja wohl offensichtlich. Nein. Dass es nicht der Mega Donnerball ist. Ja, das war offensichtlich, weil das sieht aus wie so ein KI-generiertes Bild hier. Das musste aber Sparkman sein. Der Donnerball ist halt eine OG-Karte. Da wir ja jetzt alle große Fans sind von Elementarhelden. Nein, wir sind ja jetzt alle mit Elementarhelden vertraut geworden. Wir sind alle Freunde von Prisma geworden. Nein. Unsere neue Runde beginnt mit, wen brauchen wir, um Wecke deinen Elementarhelden zu fusionieren? Und das sind die 4 Möglichkeiten. Elementarheld Glänzender Flügelmann, Elementarheld Lady Heat, Elementarheld Voltig und Elementarheld Ocean. Und ich gebe euch als Tipp mit, das ist die erste Karte, auf der draufsteht, dass man theoretisch mehr als 2 Monster fusionieren könnte, aber es sind nur 2 hier richtig. Also Vanitas hat auch mittlerweile geschrieben. Der hat ja nur ewig gebraucht, um mir die falsche Antwort zu posten, aber es sind auch noch. Vanitas hat sich für die 1 und die 2 entschieden. Wie kommt's? Ich weiß, es ist auf jeden Fall eine neuere Heldenkarte und halt so ein Bossmonster, so eine ganz krasse, die du am Ende so einer Beschwörungskette machst. Da dachte ich mir so, okay, da muss vielleicht schon mal ein Fusionsmonster mit rein.
Ja, und deswegen dann hast du dich natürlich auch für den gewählt, der auch auf der Karte vorhanden ist. Ja, das ist nochmal, das ist halt auch reassured. Und dann dachte ich mir so, okay, es muss halt wahrscheinlich dann irgendein anderer sein, mit anderem Attribut vielleicht. Deswegen habe ich Voltaic ausgeschlossen. Keine Ahnung, warum ich Ocean nicht mochte. Ich habe dann einfach gesagt, okay, jetzt nimmst du Lady Heat einfach. Yoda, du hast dich auch für die 1 entschieden? Ja, weil du hast ja gesagt, theoretisch kann man mehrere Monster fusionieren. Und wenn man Fusionsmonster opfert, dann spart man sich ja meistens irgendwas, dachte ich mir. Also habe ich schon mal das Fusionsmonster genommen. Dann dachte ich mir, die sind ja scheinbar alle Krieger Licht. Und der Wasserboy ist noch ein Krieger, also habe ich den. Also für den glänzenden Flügelmann war eigentlich dass der Hinweis, dass der einfach auch mit auf der Karte drauf ist. Den hat Blubby aber nicht gewählt, das heißt, du fällst schon mal ganz raus. Und Yoda hatte recht, dass es Krieger sind. Es ist die richtige Antwort, die 1 und die 4 gewesen. Wer fusioniert ein Fusionsmonster, nur um noch ein Fusionsmonster zu bekommen? Das macht man relativ häufig in Yu-Gi-Oh! Alter, darf ich dir das Code-Talker-Deck vorstellen, wo du Link-Beschwörung machst, um Link-Beschwörung zu machen, Hast du mal ein modernes Yu-Gi-Oh! Gesehen, Blubby? Das ist eine Special Summer. Ja, das ist schrecklich, Blubby, weil er dauert im Zug 25 Minuten, bis du wieder dran bist und dann Rage-quittet er. Ah, jetzt natürlich jetzt sehe ich. Er war selbst ein Krieger. Yoda hat da ganz gut assoziiert. Das mit dem Attribut hat diesmal keine Rolle gespielt, glaube ich. Es ging einfach nur darum, dass es ein Krieger war. Ich habe in meinem Leben übrigens noch nie zuvor Elementarheld Voltaic gesehen. Das ist das erste Mal, als ich hier nach Karten gesucht habe, die es nicht sein können. Aber heißt das, die richtige Antwort wäre auch gewesen 1-1? Nein, weil ich ja gesagt habe, es sind immer zwei verschiedene. Oh, aber theoretisch könnte man 1-1 machen, ja? Ja, 1-1 geht, ja. Scheiße, sowas wollte ich eigentlich vermeiden. Peinlich. Das kann man in die Kommentare schreiben. Peinlich. Peinlich bei 10 Minuten 35. Was ist denn der Punktestand? Ihr habt alle zwei richtig geraten. Wow. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Es bleibt spannend. Wir haben noch 4 Runden vor uns. Kennt ihr alle Exodia? Ältestes Wesen Entis? Gut. Jetzt werden die Karten schön bunt, meine Freunde. Denn das hier sind die 4 möglichen Fusionsmaterialien, die ich euch zur Verfügung stelle. Da hätten wir Adigado-Schwerdrache, den Sternenstaubdrache, Nummer 62 Galaxieaugen-Urphotondrache und den buntäugigen Pendeldrache. Huch, das ist nicht gut. So wie zu XYZ kommt ihr heute nicht dran. Ja, es ist aber nicht relevant. Okay, also pick ich den nicht. Nein, im Sinne von... Was ist das bei der 4? Die Pendelbeschwörung ist aus dem hier Motorradding, oder? Nein. Nee. Also das Motorradding hatte Synchrobeschwörung und die Pendelbeschwörung kam mit Yu-Gi-Oh! Arc 5. Ich weiß nur, du pendelst immer in eine Richtung und dann triggerst du den Effekt, der halt auf der Richtung... Das bei der 4 ist die Pendelbeschwörung? Das bei der 4 ist ein Pendelmonster, ja. Die Pendel beschworen werden können. Dieser, du pendelst entweder Richtung Blau oder Richtung Rot. Und er hat eben unten seinen normalen Karteneffekt und oben nochmal seinen Pendeleffekt, deswegen hat er da zwei Kästen. Was suchen wir? Weiß ist ein Synchro-Monster, Synchro-Beschwörung. Weiß ist ein Synchro-Monster, steht doch drauf. Genau, steht doch drauf. Ich frage mich nicht, was eine Synchro-Beschwörung ist, aber steht was doch drauf. Was ist eine XYZ-Beschwörung? Legst du zwei Monster aufeinander. Mit demselben Level, beziehungsweise beim Urphotondrachen musst du doch zwei Monster der Stufe 8 aufeinander legen. Die ja das älteste Wesen ist, dann dürfen die Monster ja nicht so alt sein. Also meinst du, Alligatorschwert, Babydrachenreiter fällt raus? Ja, weil Nummer 62 ist ja schon relativ weit hin. Der ist schon fast im Rentenalter. Ich hätte übrigens, also ich könnte Yoda stundenlang dabei zuhören, wie er versucht, irgendwie sich Yu-Gi-Oh!-Fusion zu erklären. Das ist echt gut. Also ihr habt alle euch schon mal für das Monster Nummer 3 entschieden. Für Nummer 62 Galaxie-Augen-Urphotondrache. Weil es ein Lichtmonster ist. So. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Jetzt nur die Frage, welches ist das zweite Material? Und da könnte es natürlich der Alligator-Schwerdrache sein. Was aber nicht ist. Und damit fällt Blubby schon mal raus. Dann hat sich Yoda dafür entschieden, anstatt... Ja, was macht denn so eine Zauberin? Natürlich das Pendelschwingen. Das ist ein Pendeln. Wo ist die denn eine Zauberin? Die ist eine Fee, steht da dran. Ja, aber die ist das älteste Wesen. Natürlich kann die Magie.
Der ist aber falsch. Tatsächlich ist die richtige Antwort der Sternstaubdrache noch dazu. Also die 2 und die 3. Und Vanitas hat recht. Und es liegt aber nicht daran, dass das irgendwelche wilden Drachen sind, sondern es hat tatsächlich was damit zu tun, was für Arten von Monster die sind. Nämlich brauchst du für Entes ein Synchro- und ein XD-Monster. Also ein weißes und ein schwarzes. XD-Monster. Ich dachte, die Karte wäre älter und ich kenne sie, aber wahrscheinlich kenne ich sie doch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Das Artwork sieht relativ generisch und nicht Yu-Gi-Oh!-mäßig aus, also. Also immer so, wenn du dir den Artstyle von Nummer 62 anguckst, der sieht ja schrecklich aus. Wollen wir mal eine coole Karte sehen? Nur wenn wir raten dürfen. Okay, dann ratet mal, woraus der Cybers-Taktdrache fusioniert wird. Aus Cell? Ist Cell der lilane? Was? Bei Dragon Ball. Lilane Cell? What is he on about? Wer ist in Dragon Ball überhaupt lila? Ich bin farbenblind. Buh. Ich dachte, der wäre pink. Nicht. Egal. Wir haben hier als Möglichkeiten der König des Sumpfs, der Segmentdrache, der Linkuribo und Kot der Seele. Wie wird der ausgesprochen? Kot der Seele hätte ich gedacht, aber das wäre doch dann eher mit Kot der Grüne. Kot der Seele, weil das einfach es ist Kot der Seele, weil das einfach eine Mixkarte aus dem Code-Talker Archetype und den Heat Soul Archetype ist. Ja, aber der Code-Talker ist ja dann trotzdem mit C. Außerdem wie heißt denn dieser weiße Dragon Ball Bösewicht mit so einem lila Freezer-Dings? Freezer. Oder sein cooleren Bruder Cooler. Ja, dann wollte ich Freezer. Aber bei Code der Seele habe ich gesehen, habe ich nicht so gut den Dings gecuttet, den Effekttext, aber ist mir scheißegal. Weißt du, bei wie vielen Karten ich das machen muss? Das war ein Mordsarbeit. Falls du sie... Das ist halt die Frage, ich hab ein Deck, ich hab das da. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was die scheiß Materialien waren von dem. Echt, da ist der Typ drin? Den Spieler? Dann suchen wir einen Cyburst. Was ist denn ein Cyburst, Junge? Das heißt doch bestimmt immer nur, dass es ein Mix aus zwei Sachen ist. Kristall und Mac, oder? Ich versuche gerade die Lines in meinem Kopf durchzugehen. Was habe ich denn fusioniert? Ja, ich sag mal, Cyburst steht auch auf 3 weiteren Karten drauf. Heißt das, die sind auch schon alle? Nee, sind sie ja nicht. Aus 2. Deswegen hör auf da mit deiner Doch, Gruppe. Weil das ist Vogel und Mech und dann hast du Koribo und Mech. Und dann hast du dir das Monster, was ich vorhin gesucht habe, das hat das Gesicht aus dem einen der ersten Fusionsmonster hier, diesen Phönix. Ach, ich glaube, Flash will hier bait. Würde ich nie in jeder Runde. Ja, Yoda, ich habe euch versprochen, dass das hier nur eine Stunde geht. Wenn jeder für seine Antwort nur eine Minute braucht. Ja, hättest du mal einen Timer einbauen müssen, das ist nie mein Problem. Nee, ich wollte dir damit nur sagen, die anderen beiden haben ihre Antwort schon abgegeben. Ja, und ich wollte dir nur sagen, ist mir egal. Was heißt denn jetzt schon wieder Link minus 1? Link 1 einfach. Ja, das ist 1. Ja, aber wie viel ist das an Defense? Gar nichts. Link-Monster haben keine Defensivpunkte. Die können nur aggro. Die können nur aggressiv. Also, Vanitas und Blubster haben sich entschieden für die Nummer 3 und die Nummer 4. Darf ich da hören, warum? Für mich war die 2 Bait und 1 habe ich irgendwie ausgeschlossen. Ich habe Cybers halt mir selbst gebastelt und ein bisschen gespielt. Ja. Aber ich konnte nicht mehr, also ich habe das nicht mehr im Kopf. Ich dachte, es war bestimmt irgendwas, ein Cybers-Monster und dann noch irgendwas Spezielleres. Also dachte ich mir, okay, es muss vielleicht ein Link-Monster sein und dann halt noch ein Cybers-Monster. Aber gut, da treffen halt 2 und 4 zu. Ja. Und dann dachte ich mir einfach so, ja, es wird schon der kleinere sein. Also vielleicht hat es irgendwie eine Level-Restriktion. Weil Cybers ist beides und ja. Ich hab noch nie von einem Fusionsmonster. Das ist gelogen. Ich habe beim Suchen eins gefunden mit einer Level-Restriktion. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie von einem Monster mit einer Level-Restriktion gehört. Keine Ahnung. Manni, das weißt du denn? Du musst doch wissen, was der König des Sumpfes macht, oder? Ja, das war auch wieder so gefährliches Halbwissen. Irgendwas. Ich glaube, er konnte eine Fusion raussuchen, aber da war ich mir nicht sicher. Ich glaube, er kann auch wie Prisma halt einfach als eins von 2 Fusionsmaterialien benutzt werden. Aber ich dachte mir einfach so, er wird nicht schon wieder den Move machen. So, sorry, daran denke ich nie. Ich gucke immer nur, was auf der Karte ist. Hab gesehen, da passt nichts, was ich irgendeine Verbindung hinkriege. Und hab vergessen, dass da ja auch noch Text draufstehen kann, mit dem du spielst. Hab vergessen, dass da Text draufstehen kann. Der König des Sumpfes ist natürlich kein bisschen wie Prisma. Weil während du bei Prisma ein Monster auf den Friedhof legen musst, kann der König des Sumpfes sowohl in deiner Hand, auf deiner Spielfeldseite oder in deinem Friedhof anstelle eines beliebigen Fusionsmaterials verwendet werden, dessen Name auf der Fusionsmonsterkarte erwähnt wird. Und deswegen wird er benutzt,
anstelle vom Taktwüvern, den man nämlich sonst braucht, um den Cyberverse-Taktdrachen zu fusionieren, mit einem beliebigen Linkmonster. Der scheiß Wüvern. Und das beliebige Monster. Noch so eine Karte und ich bin raus. Das ist hier absoluter Bait. Und das beliebige Linkmonster ist natürlich der Linkuribo. Und damit hat Yoda sich einen Punkt geholt. Yay! Ja. Oh, stimmt, ich habe einen Punkt geholt. Ich wollte definitiv nicht 3 und 2 schreiben, sondern ganz bestimmt 1 und 3, wie ich es getan habe. Das ist peinlich jetzt für mich. Das ist jetzt peinlich. Ja, jetzt habe ich es ja eigentlich schon halb verraten. Ja, du hast gedacht, was ist er? Nee, als ich eben darüber gesprochen habe, dass es... den Tipp gebe ich euch allen mit. Eben hatte ich gesagt, ich habe noch nie ein Fusionsmonster mit einer Level-Restriktion drauf gesehen. Aber doch, der hier hat eine, der böse Held Malicious Bane. Mit dieser Info schicke ich euch mit diesen 4 Monstern in die nächste Runde. Da hätten wir, der könnte euch bekannt vorkommen, der Elementarheld Prisma. Außerdem der böse Held Infernal Gainer. Dann den Schicksalsheld Denier. Und zum guten Schluss Elementarheld Blade Edge. Blubby hat überhaupt nicht gezögert. Ich habe noch nicht mal fertig vorgelesen und er hat mir schon seine Antwort. Ja, als ich schon hier Elementarheld Prism gehört habe, hatte ich schon keinen Bock mehr. Der Buster Blader und... Ihr habt mich genannt. Und habt irgendwie 2 Zahlen eingetippt. Habt ihr alle Blade Edge genommen, weil ich gesagt habe, hier gab es eine Level-Restriktion oder habt ihr auch andere Gründe gehabt? Nee. Okay. Oh, Level und Level, ja. Ich habe einfach 2 Zahlen eingetippt. Okay, ich hätte hochscrollen können, was der Prisma konnte. Nee, hast du bestimmt gepostet gehabt. Ja. Aber, aber hätte ich denn wirklich Prisma nochmal genommen, Vanitas? Ja. Mann. Die Antwort ist natürlich nein, weil bei Prisma steht drauf, du musst ein Monster wählen, was auf der Karte draufsteht. Allerdings steht beim bösen Held Malicious Bane kein Monster drauf, denn es steht ein böser Heldmonster und ein Monster der Stufe 5 oder höher. Das heißt, es steht kein fester Name drauf und die richtige Antwort sind damit die 2 und die 4. Und das haben sowohl Yoda als auch Blubby. Und ja, 2 war ja klar, der Infernal Gainer, der musste ja rein, der hat so einen geilen Namen und dann halt der... Der sieht auch vom Design her auch ziemlich nach dem aus. Ja, das wäre halt mein zweiter Guess gewesen. Verdammt, Mann, du hast mich hin und zurück mit dem Prisma erwischt, Mann. Ich glaube, ich bin jetzt Erster und Vanitas muss jetzt nochmal loslegen in der letzten Frage, oder? Das ist richtig. Yoda, du liegst vorne und Blubby und Vanitas haben 3 Punkte, du hast 4. Bitte. Das heißt, wenn jetzt Blubby und Vanitas beide einen Punkt machen und ich nicht, dann wäre das ein tolles Ende. Wie unser Beef, halt was. Spoiler. Runde 10 ist eine Karte, die aus einem Deck kommt, das das erste Deck war, was ich in Master Duel gespielt habe. Es ist Exodia. Das Drachenmädchen Sua. Und da könnt ihr euch mal überlegen, aus welchen 4 Karten die wohl bestehen könnte. Hast du nicht so ein Maid-Deck gespielt? Ja, mit den Drachenmädchen. Könnte es sein, Typhoon Nummer 2, das Wäschedrachenmädchen, der Donnerdrache oder der Steindrache? Er hat immer Maids gespielt, Blubby, nimm die Maid. Ich meine, auf 2 Karten steht das Wort Drachenmädchen drauf. Das könnte entweder der beste Bait des Ever sein oder auch nicht. Lass mich mal kurz durch dein Twitch-Archiv scrollen. Warum ist der Donnerdrache kein Drache? Weil das Yu-Gi-Oh! Ist. Ich meine, der Cybers-Takt-Drache war auch ein Cybers-Monster. Es gibt Krieger, die sind Ungeheuer, es sind Ungeheuer, die sind Krieger. Also es sollte für niemanden ein Geheimnis sein, dass man natürlich zum Fusionieren vom Drachenmädchen Sua erstmal ein Drachenmädchenmonster braucht. Das heißt, man benötigt auf jeden Fall das Wäschedrachenmädchen. Das hat auch jeder von euch ausgewählt. So, jetzt kommen wir aber zu dem anderen Monster, das man braucht. Und das andere Monster, was man braucht, ist ein Drache der Stufe 5 oder höher. Und ihr habt vollkommen recht. Weder der Steindrache noch der Donnerdrache sind wirklich Drachen, sondern nur Typhoon Nummer 2 ist ein Drache der Stufe 5 oder höher und damit das zweite Fusionsmaterial. Und das hat Yoda schon mal nicht richtig, das heißt, er bekommt keinen weiteren Punkt. Jedoch, sowohl Blubster als auch Vanitas haben diese Frage richtig beantwortet, wobei alle hier mit 4 Punkten aus dem Quiz gehen. Und wir haben nur Gewinner. Bitter. Ja, stimmt, für dich ist das bitter, weil du solltest natürlich mehr wissen als alle anderen. Ja gut, das war das Quiz. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Einiges, ja. In der Abschlussprüfung dann nochmal vorkommen. Nächstes Mal sind dann Synchro-Monster. Das ist dann quasi sowas wie
Grundschulmathematik, da müsst ihr die Level zusammenzählen. Naja, jetzt hier erstmal einen Abschluss machen. Danke, dass ihr dabei wart. Das war das Quiz. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Oder so. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Quizzen. Reingehauen. Ciao, ciao. Also es ist natürlich ein Quiz, bei dem vielleicht der ein oder andere einen Vorteil gegenüber den anderen hat, weil es geht um Yu-Gi-Oh! Karten. Yes! Ich bin raus. However, ihr müsst bedenken, das bedeutet umgekehrt, es hat nur einer was zu verlieren. Shit.